Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme hier auf dem Channel von yellowfilms18.de aka mir Sebastian. Ja, heute möchte ich euch beibringen, wie ihr mit einer Config umgeht, beziehungsweise wie ihr eine eigene Config-Datei erstellt. Wie ihr hört, der Ton ist ein bisschen anders als beim letzten Mal. Das liegt daran, dass ich jetzt mein Standmikrofon ein bisschen umgestellt habe. Um genau zu sein, das hängt mir fast vor der Nase. Um das Ganze jetzt einfach mal zu demonstrieren, fangen wir in unserem Tutorial an. Ihr seht, wir haben bis jetzt Jump-Pads gemacht. Ich glaube, das war so das letzte, wenn ich mich recht entsinne. Und ich bin gerade in einer neuen Aufnahmesession und es ist schon 23.13 Uhr. Deswegen wollen wir doch mal schnell das Ganze fix machen, damit wir dann das Ganze fertig haben. Und ja, das war's dann auch erstmal für heute Abend für mich. Naja, fangen wir mal an. Also als erstes wieder unsere Package Declaration, weil wir brauchen einfach, ich möchte einen neuen Bereich machen. Also wenn ihr selbst meint, okay, ich möchte keine Config-Datei irgendwie in einen extra Ordner machen, macht es anders. Mir ist das aber wichtig, deswegen mache ich so. So, dafür machen wir de.yellowfilms18.tutorial.config. So, das Ganze haben wir hier in dem Config-Ordner drin. Mache ich eine neue Class rein, die nennen wir einfach mal Default-Config. Die ist einfach insofern dafür wichtig, dass wir eine Konfigurationsdatei haben, die, ja, da ist. Wir können sie auch Default-Config nicht nennen und sie Locations-Config etc. nennen. In diesem Fall nenne ich sie Default-Config, weil es einfach unsere Test-Config ist. Eine Locations-Config wird bestimmt nochmal später kommen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich da so ein paar Pläne habe. So, wir müssen erstmal nichts implementieren in diese Klasse, also nicht Extends Java Plugin Implements Listen oder so, das ist einfach jetzt komplett frei. Wir schreiben als erstes hier eine File F, das ist in diesem Fall eine Java-File, das heißt, das hat nichts mit Bucket zu tun, das könnt ihr auch in Java später so weiter nutzen. Also File F gleich New File, dann wie soll die File heißen? In diesem Fall nennen wir sie einfach mal config.yml. Das YML steht halt für YAML-Datei. YAML-Parser gibt es wie Sand am Meer, die könnt ihr auch woanders downloaden, wenn ihr halt nicht gerade mit Bucket arbeitet. Der Bucket-Parser ist aber am besten eingebaut, halte ich so fest. So, jetzt geben wir an den Ordner, wo es hingehört, das ist in diesem Fall Plugins und dann nennen wir das Plugin Tutorial. So, dann seht ihr jetzt hier, wir können das importieren, das ist Java.io, importiert, so, dann gehen wir weiter, File Configuration CFG, File Configuration CFG gleich YAML Configuration Punkt Load Configuration File F. So, was genau macht das Ganze? File F ist halt die File, die wir gesetzt haben, die CFG, ist halt die File Configuration, die von Bucket gesetzt wurde, und die YAML Configuration, Load Configuration ist halt die Funktion, um halt das einmal abzugeben. So, jetzt möchten wir uns eigene Methoden machen. Dafür machen wir einfach eine Methode, die ist, nennen wir hier public static getServerName. Wir können den Servername auch woanders eintragen, aber wir machen das jetzt einfach mal testweise, dass wir einfach den Servername übertragen. Ihr könnt das auch anders machen. Das ist jetzt nur ein Beispiel für einen String. Es gibt auch noch Ints und so weiter, das werde ich auch gleich nochmal einbringen, glaube ich. Ja, hoffe ich. Also als erstes String Servername, getServerName, Entschuldigung. Bei getServerName machen wir es hier nicht. So, dann machen wir einfach public static String, das heißt, wir geben String zurück. Dann machen wir hier String Servername. Das setzen wir erstmal so und machen den Return auf Servername. So. Das heißt, wir haben hier erstmal den Servername. Dann fragen wir ab. If cfg.content. Ich bin dumm. Ich muss hier ein Public Static vorsetzen, wenn ich ihm auch Public Static aufrufen möchte. Das ist auch wichtig. Das habe ich, glaube ich, auch nie in den Tutorials erklärt. Weil es jetzt erst wichtig wird. Grundsätzlich, wenn ihr etwas, eine Methode public static macht, was ist der Vorteil einer public static Methode? Der Vorteil einer public static Methode, wie ihr es hier seht, ist, dass wir einfach sie hier aufrufen können mit plugin-utils, also der Klasse, Punkt, Methodenname. Dadurch ist es natürlich aber auch einfacher, an die ranzukommen. Klar kann man es dann halt, jetzt zum Beispiel, ich habe das hier nicht. In anderen Projekten mache ich es zum Beispiel so, dass ich bestimmte Sachen selbst erstelle, das heißt, es ist ein Detail, das ist objektorientiert. Das werde ich später nochmal anreißen, das ist jetzt nur ganz kurz, dafür wird später private und so weiter, public wichtig sein. Public ist zwar jetzt auch wichtig, aber ich arbeite grundsätzlich mit static gerne. Andere Leute werden vielleicht hier überall public nutzen, ich arbeite mit static. Es ist halt alles an sich möglich. Und jeder muss halt selbst entscheiden, was sein Programmierziel ist.
Mein Programmiersystem basiert vor allem darauf, viel mit Static zu arbeiten und das ja, sehr schön zu verschachteln, wie ihr hier seht. Also sehr viele einzelne Dateien, die dann vielleicht nicht so viel Content haben, wie jetzt zum Beispiel unsere ja, Hauptdatei. Hat aber den Vorteil, dass man dann das übersichtlich hat. Muss aber jeder selbst entscheiden, wie er was macht. Man kann es auch übersichtlicher bekommen, indem man es anders macht. Also da muss jeder seinen eigenen Stil finden. Ich versuche es euch so beizubringen, wie ich es jetzt mache. Aber ich werde auch nochmal vielleicht auf die anderen Methoden eingehen, die ich sonst mache, beziehungsweise die auch möglich sind. Aktuell mache ich das aber erstmal noch nicht, weil es erstmal ja darum geht, dass ihr lernt, wie man programmiert. So, um aber jetzt weiterzukommen. Wir wollen jetzt einmal, haben wir die CFG. So, jetzt mal fahren wir ab, if CFG contains und dann jetzt unseren String, wie es in der Config gespeichert werden soll. Und das ist in diesem Fall Servername. Das ist jetzt aber keine Speicherung, sondern wir wollen es ja nur abfragen. Deswegen fragen wir nur ab, wie ob unter dem Servername, was in der CFG enthalten ist. Wenn es nicht enthalten ist, dann geben wir halt nur den leeren String zurück. Oder wir können ja unknown mal reinschreiben, unknown. Und ansonsten geben wir halt den Servernamen zurück. Und da machen wir einfach in diesem Fall ein Servername gleich cfg.getString. Darüber holen wir uns den String. Klar, wir können jetzt auch da was anderes drauf speichern. Da könnte jetzt auch int drauf gespeichert werden auf der Variable. Dann würden wir aber nicht über getString das bekommen, sondern wir würden Fehler bekommen. So, das wäre jetzt unsere Methode, um das Ganze zu beholen. Relativ simpel. Um halt Fehler abzufangen, fragen wir vorher ab, ob überhaupt diese Variable, also ja, es ist halt eine interne Variable für die Config-Datei. In diesem Fall heißt dann unser Servername, die speichern wir unter Servername. Wir können jetzt auch unter Server speichern oder XY. Das ist einfach nur wichtig, wir müssen halt wissen, ja, wo wir was gespeichert haben. Und deswegen fragen wir es halt ab, ob das enthalten ist. Also es ist halt ungefähr, müsst ihr euch vorstellen, wie eine ArrayList, ist das in der ArrayList enthalten, in der HashMap. Ist es in der HashMap enthalten. Ja, und dann übertragen wir es halt einfach nur auf unseren Servername, den wir ja schon oben gesetzt haben, indem wir halt den String setzen, weil wir wissen, dass der Servername in diesem Fall ein String sein muss. So, jetzt machen wir noch die Methode public static void und dann set Servername. So, dann machen wir hier String Servername. So, jetzt möchten wir die Methode setzen. Dafür machen wir einfach cfg.set. Und jetzt seht ihr ja auch schon, da kann alles Mögliche rein. Als erstes kommt der String, in diesem Fall Servername. Und jetzt Objekt. Das Objekt kann alles Mögliche sein. Es kann ein Int sein, es kann ein String sein. In diesem Fall ist es ja ein String, nämlich Servername. So, es könnte auch ein Int übertragen werden. Und das ist halt der Punkt. Deswegen, wenn ihr halt nach einem String abfragt, müsst ihr auch einen String reinpacken. Das sollte euch ja, wichtig sein. So, jetzt seht ihr aber, wir speichern das noch gar nicht. Dafür möchte ich mir nämlich eine Methode schreiben. Das Ganze ist halt schöner. Kann man machen, muss man nicht. Ich finde es schöner. Dafür machen wir einfach public static void save. Daher machen wir einfach cfg.save. Jetzt ist die Frage, warum mache ich eine Zeile in eine andere Zeile? Ihr seht, wir müssen eine try-catch darum machen und die einen Fehler gegebenenfalls ausgibt. So, das sind hier jedes Mal 5 Zeilen. Diese 5 Zeilen haben wir in diesem Fall am Ende in dieser einen Zeile. Das heißt, ab 5 Methoden, die die save-Methode nutzen, haben wir halt an sich Platz gespart in dieser Datei. Das ist halt die Technik, ja, die man nutzen kann. Ich mache es gerne, dass ich so mache, aber muss jeder selbst entscheiden. Ihr könnt es auch halt jetzt einfach das so runterklatschen. So, jetzt haben wir halt eigentlich unsere Methoden geschrieben. Jetzt wollen wir das Ganze noch einbinden. Wir haben mit den Tutorial-Comment-Test geschrieben oder wir haben den Test-Comment, das ist sogar besser. Der war ja, glaube ich, einfach nur /test, wenn ich mich recht entsinne. Genau, Tutorial-Test. So, und da wir den Test-Comment dann jetzt einfach ein bisschen umschreiben wollen, dann machen wir einfach hier fax 2, so, das funktioniert jetzt gleich 1, so, und jetzt machen wir hier einfach noch einen zusätzlichen Comment rein, else if habe ich, wenn ich es noch nicht erklärt habe, also else if ist halt else if, also wenn nicht, dann, das ist halt einfach nur die, also wenn nicht, nein, also, wir haben hier, wenn, das sind das. Sonst, wenn, das und das, sonst. Jetzt habe ich es richtig, genau. Es geht halt einfach nur darum, dass es das gleiche wie else, nur, dass halt noch danach noch eine Abfrage kommt. Das heißt, wenn die Abfrage auch wieder nicht zutrifft, dann geht er weiter. Ja, ist eine Möglichkeit, muss man, ja, ich nutze sie an sich relativ häufig und ich glaube, ihr werdet sie auch später häufig nutzen. So, und hier fragen wir jetzt ab, if args.length gleich 2
So, und dann machen wir es halt so, if args 0.equals args 0.equals ignore case und dann set server name, schön lang. Wenn das zutrifft, dann machen wir einfach in diesem Fall default config Punkt, Punkt set server name und hier in diesem Fall args die Ecke in Klammern 1. Ja, genau. Warum args 1? Args 0 ist ja das, also wir haben in diesem Fall zwei Argumente. Das erste Argument wird immer mit diesem 0 Argument angegeben, das ist in diesem Fall set server name. Das zweite Argument ist dann dementsprechend args 1. Also hier ist es halt 1 zurückgesetzt. Ne? Also das zweite Argument ist args 1. Das erste Argument ist args 0. So, und das übergeben wir halt einfach, das ist ja in diesem Fall ein String. Das ist nämlich eine String Array, wenn ihr hier oben guckt. String, eckige Klammer steht für String für dieses Array, also dafür, dass es ein Array ist. Das ist args. So, das heißt, wenn wir aus 1, aus dem String, also in Klammern 1 da reinschreiben, dann nehmen wir halt einen String aus dem String Array und da es halt in diesem Fall ein String ist, der übergeben werden muss, brauchen wir halt hier nichts zu verändern. So, und das übergeben wir halt einfach und dann wird es übertragen. Und dann schreiben wir ihm einfach Paragraph A Server Name wurde gesetzt. So, und hier oben machen wir noch Get Server Name. Get Server Name. Und hier schreiben wir dann halt einfach rein Paragraph 6 ist schöner. Und die Paragraph 7. Dein Servername, Doppelpunkt, der Servername, Doppelpunkt, Paragraph 6 plus und dann hier in diesem Fall Default Config.get Servername. Klar könnt ihr das Ganze noch variieren, es gibt noch andere Methoden. Ich glaube, die werde ich aber wahrscheinlich erst im nächsten Tutorial eingehen, weil wir schon bei 12 Minuten gerade aktuell sind. So, und um das Ganze jetzt noch zu testen, exportieren wir den ganzen Kram einmal. Es ist auch nicht sehr kompliziert. Einfach die Java wieder exportieren, wie ihr es kennt. So, die ist jetzt schon auf meinem Desktop direkt drauf. Da ist mein Testserver. Den starte ich jetzt. Dann starte ich jetzt einmal mein Minecraft. Und da ich so schön offline gerade bin, muss ich halt das offline starten. Das wird aber ja nicht stören. Hauptsache mein Server ist gerade auch im Offline-Modus. Oh, ich starte ihn mal eben. Weil das wäre natürlich jetzt eine fatale Sache. Hallo, Minecraft. Wenn ich jetzt Minecraft nicht mehr starten. Finde ich grandios. Da ist es doch. Ach, das ist ja wundervoll. Jetzt mal reagiert er nicht mehr. So, die bearbeiten wir eben mit Notepad. Öffnen. Ich habe irgendwie so das dumpfe Gefühl, dass mein Minecraft gerade nicht mehr öffnen möchte. Das macht mich traurig. So. Ach, was wollte ich machen? Online-Mode, da ich falls. Es ist sogar schon schön. Und der Minecraft-Launcher möchte heute nicht. Ja, dementsprechend muss ich jetzt leider sagen, dass ich dann hier einen Cut machen werde. Ich werde das dann morgen weiterführen und euch demonstrieren, wie das Ganze in-game funktioniert. Ja, tut mir jetzt leid, das ist ein bisschen ehrlich. Also, hier dann jetzt Cut. So, und da sind wir auch wieder. Ja, wie ihr gesehen habt, leider hat mich mein Minecraft gestern im Stich gehalten. Stich gelassen. So, wir wollen das Ganze jetzt austesten. Dafür habe ich jetzt hier nochmal den Tester. Den starten wir einfach einmal. So, er lädt seine Libraries, die wir auch brauchen werden. So, wir gucken jetzt einmal, ob ein Fehler kommt. Und nein, es kommt kein Fehler. Deswegen connecten wir zu unserem Tester. Nicht, ob wir jetzt oben das jetzt mittlerweile zu schnapp. Der ist das, ja. So, und das machen wir jetzt ganz einfach. Wir machen jetzt einmal slash test und dann get servername. Servername unknown, wie wir es ja programmiert haben. So, jetzt machen wir test set servername wunderschön. So, und test, jetzt kommen wir nochmal test get servername und jetzt seht ihr wunderschön. Das Ganze wurde auch gespeichert, wir können das einfach mal dadurch demonstrieren, ich reloade einfach mal den Server, damit werden ja alle Dateien reloaded und wenn ich jetzt GetServerName mache, ihr kriegt wieder wunderschön. Was hat das jetzt für Vorteile? Ja, grundsätzlich hat es den Vorteil, dass wir jetzt dadurch
ganz schnell mal eben Daten abspeichern können, die ihr mal gespeichert habt. Und ja, das ist halt für uns recht sinnvoll, um halt Sachen wieder rauszuholen. Ja, und das ist soweit dann jetzt erstmal das gewesen für das Config-Tutorial. Ich werde jetzt noch mal im nächsten Mal demonstrieren, wie das weitergemacht werden kann, also was man noch damit machen kann, ob es jetzt halt eine Location ist, die wir mal eben abspeichern oder was anderes. Das werde ich mir dann noch dann an dem Tag überlegen, aber es wird auf jeden Fall noch mal weiter ein bisschen um Configs gehen. Was kann man damit noch machen, weil das war ja schließlich jetzt nur das einfachste Beispiel dafür. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!